Ja, guten Tag zusammen, willkommen zurück bei 7 Days to Die am, jetzt muss ich überlegen, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also frohe Weihnachten. Und mit dabei sind natürlich wieder mal die Xyra. Moin. Und natürlich der Bad. Hallo. Guten Tag. Ja. Ich warte auf meine Munition, auf meine Pfeilladung. Ja, ich muss hier gerade mal so ein bisschen noch Zombies verhauen. Was die meisten Leute ja nicht mitbekommen haben, dass wir so ein bisschen Probleme hatten hier. Ja, ich war was? Ja, wir? Ich bin krepiert. Ich bin krepiert. Und der Bett auch. Ich wollte gerade sagen, der Bett doch auch. Da gucken wir doch mal auf die Statistik, die ich jetzt auch meint. Da steht's schwarz auf weiß. Oh, die also Statistik kann ich auch gleich mal gucken. Zweimal krepiert schon. Huch. Aber erstmal möchte ich ihn hier gerne... Nein, ich habe überhaupt keine Munition mehr. Ich warte ja, in unserem Häuschen auf euch. Auf dem Weg rufe ich einmal die Statistik auf. Leute, ihr enttäuscht mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja die Grafik ein bisschen runtergeschraubt. Und geht besser? So läuft es besser, nur halt sobald man auf diese kleine Stadt zukommt, geht es doch wieder ganz schön bergab. Gut, dann scheint das an der Sache an sich zu liegen. Nein, ich komme ja gar nicht bei uns da oben hin. Weil du keine Leitern hast. Richtig, beeilt euch, Leute. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin hier voll auf dem Serviertablett. Ich fühle mich recht unwohl. Ich habe nichts, womit ich mich verteidigen könnte. Ich habe nicht mal einen Stock. Aber wo du sagst Stock? Ich habe zack, zack. Ein paar Pfeile muss ich nochmal. Nebenbei kann ich ein paar Pfeile craften. Richtig. Und Loch, nein! Du bist jetzt nicht reingefallen, oder? Nein. Auch sehr witzig gewesen, oder? Nein, ich brauche ganz dringend Munition. Also ich hätte schon witzig gefunden. Wäre es dasselbe Loch, wäre es ja nicht so witzig gewesen. Da ist das schon ein Loch drin, aber... Ah! Wo habe ich denn hier meinen verdammten Rucksack gelassen? Folge der Karte. So, und... Also, oh... Vorsicht, ja, richtig, Klippe. Honig habe ich ja auch noch. Mal gucken, dass ich hier gleich den so. Den welches Adler mache. Denn... Ach, was soll's. Komm ich jetzt einmal. So, ich bin Chili. Da. Wo bist du? Da. In dem Haus, wo wir uns niedergelassen haben. Apropos Nordisch, ich stehe vor unserer einmal... kaputten Leiter. Okay. Achso. So, jetzt geht's mir auch wieder ein bisschen besser. Du browsed Pfeile. Ja. So, erstmal hier die erste Ladung. Am Craften bin ich nebenbei noch. Okay, danke. Achso, hier war ja auch noch irgendwo mein Rucksack, ne? Ich musste mal eben gucken, weil da war auch die Armbrust der ganze Scheiß dran. Das ist natürlich die Frage, wo bin ich krepiert? Ich glaube, das muss in der Richtung. Nee. Da war das nicht. Wo war denn das verdammte? Hier bist du hier um die Ecke? Nee. Na, es muss. Wo bist du denn krepiert, Mensch? Also, warte mal, hier, da war ich drin. Dann warst du da drin. Dann richtig. Waren wir da drin. Und hier dann vorne muss jetzt er rechts. Da irgendwo liegen. Hier vorne rechts. Ich glaube, und dann weiter nach schon. Hinten durch. Ja, das fängt natürlich tierisch an zu lecken hier, also das ist... Sonst müssen wir hier erstmal raus, der nützt das nichts. Müssen wir mal schauen, wie wir das regeln. Denn wenn das bei euch immer leckt, dann hat das ja auch keinen Sinn. Ja, momentan nicht so doll, aber doll genug. Wer von euch hat mir denn meine Fire Axe mitgebracht? Das müsste der Bad sein, der war in der Kiste drin. Daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Echt nicht? Nee. Ich habe doch drum gebeten. Männer. Ha. So, hast du deinen Rucksack wieder? Ja. Achso, ich habe hier noch Fleisch dabei. Achso. Ah, nein.
Was denn? Ist denn was? Nichts, drin? Nur so. Willst du was zu futtern haben? Hier habe ich mitgebracht. So, dann habe ich was zu trinken noch mit. Wupp. Dankeschön, dankeschön. Warte, gib noch mehr, gib noch mehr. Oh Gott, ich bin fast voll. Ich konnte mich nicht zwischendurch das, entmühlen. Das. So. Kann ich das noch aufnehmen? Achso, Bett, das passt gut. Dann kriegst du auch noch. Ups. Das kann weg. Was denn? Fleisch. Fleisch, ich habe noch 5 Mal. Kriegst du. Ja, ich will alles loswerden hier. So. So habe ich jetzt erstmal alles aufgeteilt, alles mal alles, was wir haben. Naja, zu Hause ist noch ein bisschen was, aber. So, weiter. Oh, so, gut. Gehen wir jetzt hier rein? Hier warte ich schon drin in diesem komischen grauen Haus, ne? Nee, 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 warte ich noch nicht. Gut. Nee. Ich da gleich mal rein. Bad, wo bist du? Ich stehe hinter euch. Achso. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. So. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen, die ganze Zeit mit den Hintergrundgestöhne und Getapse. Doch, naja. Ohne Pistole mit 10 Schuss, sehr schön, soll ich das sehen. Okay, Topf kriege ich nicht mehr mit. Das kriege ich auch noch. Oh, Moment. Die hätte ich ja schon recht gern. Na, so. Hier irgendwo. Oh, Zombies im Haus. Und eine Frau, die nicht trifft. So. Hier unmittelbar im Haus, oder was? Ja. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ach so. Das ist ein bisschen scheiße. Empty. Okay, ich bewache den Eingang. Oh, ein Waffenschrank. Ja, wie ist es denn eigentlich? Gehen wir denn jetzt bald wieder zurück und bauen denn da auf oder suchen wir jetzt noch quasi ein Plätzchen? Nee, ich wollte eigentlich da bauen. Gefällt dir der Platz nicht? Doch. Aber denn in diesem Loch bauen oder nicht? Wieso in dem Loch? Warum ich dachte, nicht? Wir bauen nachher zum Loch hin. Ja, sicherlich. Ich meinte das jetzt so, dass man im Loch sich ein Haus auf Stelzen baut, sodass die Zombies da nicht rankommen. Und wenn die Feral-Horden kommen, dass man. Aua. Dass sie dann über die Klippe springen und dass man die dann halt von oben quasi ausknipsen kann. Okay. Und dann kann man natürlich einen Tunnel nach außen bauen, klar, aber den muss man natürlich dementsprechend absichern. Also gut, dann mache ich mich also quasi so langsam auf dem Rückweg, oder was? Weiß ich nicht. Also ich wollte jetzt eigentlich den restlichen Tag hier nochmal schnell ein bisschen looten, was man noch mitnehmen kann, weil der Weg nach Hause wird jetzt auch schon wieder ein bisschen eng, ne? Ich habe Grain Alkohol gefunden. Also wann findet man Grain Alkohol? Keine Ahnung, habe ich noch nicht. Boah, ist das viel hier, ey. Ja, ich glaube, wir müssen hier auch definitiv irgendwie nochmal herkommen. Hier ist noch eine Fire Axe dran. Oh, perfekt. In dem Auto? Ja, lasse ich dann mal alles dran, was da dran war. Was schmeiße ich hier denn noch weg? Was? So, weg. Und bevor es Mecker gibt, ich schmeiß die Dosen weg, weil die mir Platz wegnehmen. Nur so zur Info. Ich kriege mich über Mecker, dass ich mir irgendwelche Sachen wegschmeiß. So. Huch, schieße ich da drauf? Ich bin auch döschig. Aber hier ist so viel Material, das ist so unglaublich. Ja. Und hier ist 2x Bier dran, jawohl.
Nee, ich hatte schon. Und nochmal zweimal Bier. Ich habe jetzt vier Bier. Wer möchte Bier? Ich habe vier Bier. Du hattest schon Bier. Du hattest schon Bier. Ja, na und du hast vier Stück. Na los. Ja, nun warte doch mal. So, zack. Ein Bier. Ich kann es gerade nicht aufnehmen. Warte mal. Bett, hier ist noch ein Bier. Top. Jo, na her, der Bett. Danke. Sieht ein bisschen aus wie Urin, aber naja. Ihr habt ja nicht gesehen, wo es herkommt. Das ist mir eben abgefüllt. So. Da, Bier. Bier. Toll. Ich kann es nicht trinken, weil ich bin nicht durstig. Achso, oder kannst du es aber mitnehmen? Ja, mit habe ich jetzt. Kannst du auch nicht trinken. Bist du auch nicht durstig? So, 18:30, ich mache mich mal auf den Rückweg jetzt. Auf dem Rückweg nach Hause? Ja. Meinst du, das schaffst du noch? Mensch, da hinten ist eine Hausparty. Na, nicht bei unserem Haus, hoffe ich. Also bei unserem Zweithaus. Ja, gut, ich schmeiß. Oh, sie sind durchgekommen. Oh. Ich will die Dosen nicht mitnehmen. Die nehmen Platz weg. Hier ist aber gut was los. Nimmt Platz weg. No. Ist das draußen? Ich glaube, das ist draußen. Das kann man nicht angehen. Aber ich glaube, ich werde noch hier bleiben. Möchtest du noch mehr looten? Ja, ich bin ja quasi noch nur gut okay, bin ich schon wieder fast wieder voll. Na egal, dann laufen wir halt zurück, wir können ja wieder herkommen, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so weit. Jo. Nee, da habe ich mich verhört gerade. Ach Mensch. Also mit meinem Zielen heute ist das das allerletzte. Mann, das jetzt gibt's doch ja gar mal nicht. Bei dir offenbar auch. Ach. Hör mal auf, den Kopf zu wackeln. Ja, das ist auch mein Problem. Pistolbook hatten wir auch schon alle, ne? Ja. Ich glaube ja. Ich habe ja noch, glaube ich, noch ein Buch gefunden für Shotgun Shells, meine ich. Das habe ich, glaube ich, auch schon. Hast du es auch schon, Bert? Ja. Okay, dann kann ich das auch wegschmeißen. Hosen? Wer braucht hier Hosen? Ich hab eine Hose. Ja, wer noch eine Hose braucht, meine ich. Warte mal, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, du hast keine. Nee, gut, ich bräuchte was für unten rum. Hier ist noch. Oh, ich will hier hoch. So, das ist da. Da haben wir nix. Eine Kiste. Nein, lass uns zurücklaufen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt noch wagen sollten. Nee, da ist es eine Stunde, die schaffen wir locker zurück in der Zeit, hoffe ich. Na gut. Wenn wir jetzt laufen, dann geht das. So. Ich geb Gas. Ich hoch war. Achso, hatte ich hier oben und unten gelootet? Ja. Wo ist denn das Haus da drüben? Okay, dann mal Abflug. Naja, da muss man immer halt noch so ein bisschen sehen. Es ist noch eine Alpha, da werden sie performancemäßig sicherlich noch einiges tun. Ja, müssen. Wie gesagt, muss auch. Ja, einfach mal einen neuen Rechner kaufen ist gut. Ja, kostet ja nix. Nö, eben. Kriegst du ihn hergeschmissen? War das so weit weg? Es ja, so war ein so kleines Stück, ja. Braucht noch jemand ein Bandana? Bandana nicht hier. Ein Cap? So ein Skull Cap? Nein. Nein. Toll. Habe ich jetzt trotzdem eingesammelt. Ich bin ein bisschen vom Kurs abgekommen. Wie geht das? Hast du kein weißes Häuschen? Doch, hab ich. Bin trotzdem ein bisschen vom Kurs gekommen. Okay. Und ich kann nicht mehr. No. Ja.
trinken. Ja. Du hast doch Tee. Ja. Das bringt dich wieder in die Spur. Ich weiß nicht, was ich hier im Moment mache, hier mit meinem Gelaufe. Ich bin sehr unkonzentriert heute. Das macht nichts. Es dämmert, die Zombies werden gleich laufen, das ist aber scheiße. Ich bin zu Hause. So. Ich weiß gar nicht, wie weit ich es noch hab. Aber es spielt auch keine Rolle, wie weit ich bin. Da wäre es aufhören zu laufen, wenn ich durch die Tür gehe. Das wäre empfehlenswert, ja. Und so weit weg dürfte ich nicht mehr rein. Oh, ich hab's auch geschafft, herrlich. Geht dir gleich besser, ne? Ja, viel besser. Viel, viel besser. So. Erstmal den ganzen Blödsinn hier loswerden. Jo. Die Kisten sind ja schon alle so voll. Puh. Ja. Die Kisten sind alle sehr, sehr voll. Ja. Das heißt, in der nächsten Folge müsst ihr schon konstruktiv anfangen zu bauen, wie die Wurz. Jo. Aber wir haben ja gut was gefunden, ne? Wir brauchen eine neue Kiste. Ja. Achso, Pfeile wollte ich herstellen. Crossbow Bolt. Oh. So. Dann kann ich auch gleich schon mal eine Forge herstellen. Oder zwei. Ja. Oder drei. Oder vier. Zwei, ne? Erstmal zwei. Na, hier ist sowieso gefährlich, wenn wir die hier... Na, obwohl, hier können wir sie eigentlich reinbauen, wir ziehen nachher sowieso um. Na, mal gucken, wie wir das machen. Weil die gerade da richten, dass die Zombies... Ja, das ist ja so ein bisschen blöde, wenn wir jetzt hier die Forges aufstellen, dann greifen sie gerade dieses Haus konstruktiv an. Ja, wie genau habt ihr es denn jetzt vorgehabt? Von hier aus jetzt in den Berg rein oder rüber da zu den anderen Dingen, oder? Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, dass wir hier vorne in den Berg bauen und dann eine Verbindung bekommen zu dem Loch. Okay. Okay, ich mülle jetzt auch einfach rein. Also ich weiß ja nicht. Also die den Hügel, den du vorher ausgesucht hattest, mit diesem Vorsprung hier vorne rechts, weißt du, wo du ein Stück weiterläufst. Wenn wir uns da reinbauen, da Richtung Loch durchbuddeln, dann bauen wir uns vorne eine schöne Eisentür rein, auf der anderen Seite auch noch eine Eisentür und dann bauen wir in diesem Loch drin ein Haus auf Stelzen oder so. So ein bisschen abgesichert. Wie gesagt, wenn eine Feral Horde kommt, die würde ins Loch reinfallen, dann können wir sie da, was ich vom Balkon oder so, können wir die richtig schön ausknipsen. Aber in das Loch passt eher auch nur ein Turm, weil das Loch war für ein Haus zu klein. Ja gut, man kann natürlich dementsprechend so, man kann ja quasi in eine obere Etage nur reinbauen. Kann man ja auch machen. Oder ihr müsst doch mal sehen, wie das passt. Das ist ja. Nee, also für so ein Turm ist das Loch definitiv geeignet. Naja, dann brauchen wir das ja nicht bauen, wenn es nur ein Turm ist. Aber müssen wir mal gucken, was wir da mal machen können. Das ist. So. Ja, wie gesagt, das muss halt für eine Feral Horde so ein bisschen geschützt sein, alles. Ach so, okay, jetzt bin ich relativ Bett, du kriegst hier nochmal deine Pants. Wupp. Ach so, Pfeile habe ich auch nochmal. 122 Steine brauche ich noch. So. Sind hier gerade Steine weggepackt oder was? Ah. Merkwürdig. Na gut, okay, es geht erstmal so. Ja, muss so passen. Das muss so passen. Oh, ihr liegt Fuß an Fuß. Ihr füßelt nachts. Ein Glück nicht. Ein Glück nicht. Verstärkter Fußboden. Fußboden. Ja, ist egal.
Ach ja, ich bin schon ganz müde, ich bin gleich mal. Ach. Ja, wie Na, ist ja bitte? auch gleich 21 Uhr. Ja, eben, das ist, Ja, es ist schon spät. Sandmännchen ist vorbei, so langsam kann man dann auch mal, ne, Eier machen. Ja, das ist richtig. Ah, stimmt, dann werde ich mir nochmal hier. War doch eigentlich. War auch nicht. Oder auch nicht. So. Oder auch nicht. Gut, dann nicht. Suchst du irgendwas Bestimmtes? Ja, ich dachte, da wären noch Stiefel oder irgend sowas. Aber na gut, dann sind die Nee, nicht mehr das da. musst du in der nächsten Folge suchen. Ja, das sieht dann so aus, ja. Genau. Boah. Denn wir sind am Ende. Ja, nervlich und mit der Folge und so. Ja. Nervlich mit der Folge und allem anderen. Ja. Aber dann kannst du ja jetzt so langsam losgehen mit dem Bauen. Bauen. Richtig. Genau. Auf das auf das Bauen freue ich mich diesmal auch schon, muss ich sagen. Ja gut, Ja, ich so mich bin mal sowieso. gespannt, wie genau ihr das jetzt vorhabt. Ich schaue mir das einfach mal an. Ja, das sowieso wie immer. Du hast noch keine Ahnung, ne? Er weiß gar nicht, was wir vorhaben. Nee, Ah. das Ihr macht macht das schon. nichts. Hauptsache, er gehorcht und macht, was wir ihm auftragen. Wie immer also. Ja, richtig. Hey, du willst das nicht anders. Du bist halt devot, ne? Du bist halt, ne? Ja, wie im Privatleben, ne? Ja. Ich will es gar nicht wissen. Ich Okay, ihr will Lieben. es nicht wissen. Dann würde ich sagen, kleiner Abschied von dieser Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit 7 Days to Die. Tschüss. Ja, feiert noch schön den zweiten Weihnachtsfeiertag und macht's gut und tschüss.